einen schönen, guten Whatever. Hier beim Let's Play Folge 58 von 0 angezählt. Diesmal habe ich es mir, glaube ich, sogar gemerkt. Wenn es nicht stimmt, sieht es mir nach. Da hast du mir doch nicht gemerkt. Auf jeden Fall gibt es viel zu berichten hier aus unserem kleinen Kleinod, aus unserer kleinen Welt. Weil ich habe mal ein bisschen aufgerüstet. Hier sieht man es schon ein bisschen. Da. Die Welt ein wenig aufgepeppt. Ja, das Ganze nennt sich Mo Creatures. Also mehr Kreaturen für die Welt und mehr Kreaturen haben mir auch gleich was eingebracht beim Testen vorhin. Also man sollte immer Backups machen, damit man denn keine Spielsekunden verliert für euch. Habe ich aber leider nicht. Deswegen muss ich das hier oben ein wenig umbauen. Eigentlich ging es ja hier rein ins Lager und so weiter. Gehen wir auch gleich mal runter. So, hören tun wir Musik. Und zwar, der Künstler heißt Someone. Also Summe minus 1. Das Album Acid Planet Collection Psycho Sid aus dem Jahre 2008. Eine wunderschöne halbe Stunde infantiles Gepiepse, wie wir es mögen. Und jetzt gibt es hier halt so einen normalen Aufgang mit Runterspring-Variante. Außerdem, das Lager ist aufgepimpt. Ich habe es noch ein bisschen vergrößert. Und die Goods, also das, was wir einlagern wollen, ist eingelagert. Hier sind die Pflastersteine. Hier haben wir die Dirt-Kisten. Hier haben wir ein bisschen Gemüse. Holzzeug und so weiter muss noch aufgeräumt werden, natürlich. Hier ist überall nichts, genau. Aber hier ist wahrscheinlich auch nichts. Nee, da ist auch nichts. Genau, hier sind die sonstigen Güter und ihr seht, mein Schwarzpulver ist dezimiert. Weil vorhin brach hier, genau hier, ein Oger durch. Es gibt hier mit Mo Creatures auch riesige Oger. Die habe ich erstmal ausgeschaltet, weil die machen mir eindeutig zu viel kaputt. Voll ins Lager reingebolzt, das Scheißvieh. Naja. Man kann es ja sonst nichts. Hier unten die Öfen verlangt, auch mit den Dingen, die wir im Öfen reinwerfen wollen. Und erstmal 12 Öfen. Ah, habt ihr es gehört? Da war ein Bär. Ah, nee. Ziegen. Mäh. Tja. Alles ein wenig bunter, ein wenig voller, so wie wir es auch mögen. Inzwischen sogar wieder mit einem funktionierenden Theme, weil da hatte ich am Anfang ein paar Probleme beim Patchen. So, das ist jetzt auch beseitigt. Also, das Texture Pack funktioniert weiterhin. Ja, und Mo Creatures sind halt Mo Creatures. Schildkröten und so weiter. Es ist halt alles ein wenig voller, ein wenig schöner. Ein paar mehr Kreaturen machen die Sache ja bunter, bekanntlichermaßen. Und deswegen halten wir uns nicht lange auf mit dem, was ich getan habe, sondern tun neue Dinge. Zum Beispiel machen wir jetzt hier mal... Ach, was war denn das? Machen wir jetzt hier mal den Teich dicht. Ein Kätzchen. Ach, der jagt Mäuse. Oder Ratten. Das ist ja lustig. Cool. Na, Kitty. Cool. Sehr geil. Ja, nee, also das ist neu und der Rest sollte auch noch funktionieren. Das ist jetzt halt noch beides ausprobiert. Probieren wir gleich mal aus. So, das funktioniert. Noch. Der Baum sollte eigentlich stehen bleiben. Ja, und hier unten ist jetzt auch ein bisschen anders und so. Achso, ja, das siehst du, das wollte ich ja machen. Ja. Hallo. Ein Bär.
Achso, ja, der Wald hier muss noch weichen. Das war wichtig. Weil sonst springen hier die Spinnen wieder rein. Ins Haupthaus. Das ist nervig. Ergo muss es weichen. Das kann ich gleich mal ausprobieren. Bis mal bei dem Baum hier. Alles klar. Geht auch. Taste wiedergefunden. C drücken deaktiviert das Timber Mod. Also wenn ich zukünftig danach frage, bitte ich diese Antwort zu kriegen. Hui. Fast den Bären gehauen. Oh. So. Diesen Eingang hier deaktivieren wir einfach mal und wir bauen uns dann einen schönen Metalltor-Eingang hier oben noch hin. Und hier unten müssen wir auch wieder auffüllen, weil es war alles der Oge. Also hier hatte ich ja schon schön Berg gebaut und so, ne? Schön angesetzt hier im Berg. Aber nein, dann kam da so ein blöder Oger daher. Wie scheiße ist das denn? Na, so scheiße, dass es scheiße ist, auf jeden Fall. Oder, naja, jetzt ist es ja nicht mehr, es war ja nur. Jetzt hier ein bisschen. Ja, ein bisschen umdesignt und dann passt das schon. So viel dazu. Dadurch endet die Seebrücke ein wenig anders am Berg. Der wirkt jetzt auch etwas mehr klobig, aber naja. Was soll's? Auf jeden Fall haben wir hier unsere Freunde, sind auch alle wieder da, Skelette und so weiter. Wir haben auch neue Freunde dazu gewonnen. Ja, danke Gehirn. Ui. Ah, der Bär frisst Schildkröten. Auch schön, ja. Ha. Das sieht so ein bisschen Psycho aus, der Bär. Psycho-Bär! Psycho-Bär! Nein. Gut, gut's Nächtle. Wir müssen gleich was essen, sehe ich gerade. Ich glaube, das Album benutze ich nochmal. Klingt da richtig lustig. So. So sieht das erstmal aus. Halt Creatures und so weiter. Und alles ist tuffig und fluffig und toll und neu. Und auch altbacken und latent vorhanden. Und was man nicht sonst noch da für Attribute für finden könnte. Ja, und das ist hier auch größer. Es ist alles noch leer. Ergo müssen wir uns hier noch was ausdenken. Man kommt da oben schon fast gar nicht mehr ran. Da muss man Prestige klicken. Aber stört uns ja nicht. Das können wir ja alles. Ja, und der Zugang hier so, und der ist halt auch weg. Und naja. Wie es halt so ist mit dem, mit den Dingen, die so sind. So Pflastersteine. Müssen wir dann mal noch in die Kiste zurückwerfen, weil wir haben ja ein bisschen was getan. Musste hier ein bisschen umbauen, wie gesagt. Ogre-angriffsbedingt. So. Schauen wir mal, wie wir die Sache hier so vorantreiben. Ach, zweimal. Hab ich das schon? Ah, scheiß drauf. Das Werkzeug. Ne, es passt. Die Eimer müssen dann noch vorne wieder in die Kiste. Respektive hinten. Warum ist denn hier jetzt schon wieder eine Schildkröte drin? Spawnt hier überall Viehzeug. So, und das können wir hier oben reinpacken. Das brauchen wir nämlich jetzt auch nicht. Das hier gehört dazu, genau.
Ach, wo ist denn das Eisen hin? Das ist hinten da rein, hier rein, in die Kiste. Ja, und hier unten das Lager ist natürlich aufgelöst. Jetzt habe ich sogar noch was bei, um diese letzte Lücke zu schließen. Wobei, wir schließen die hier oben auch mal noch. Natürlich keine Pflasterscheine jetzt bei, aber... Was soll's, was soll's, was soll's? Was soll der Geiz? Das erstmal hier grob. Und dann später weniger grob. Schließen wir unseren Kellereingang. Den können wir dann auch ganz umbauen, hier mit Treppen und so weiter, dass er leicht erreichbar wird. Müssen wir mal gucken, wie das hier alles wird. Ah, so. Hier oben sind die anderen Sachen. Genau, die können wir nicht wieder rein. Oh, ich habe ein Pferd gehört. Ja, das kommt dann auch jetzt bald. Und zwar Mo Creatures bietet die Möglichkeit auch zu reiten. Man kann sich Pferde fangen und Pferde zähmen und dann mit den Pferden rumreiten. Es gibt auch fliegende Pferde, also Pegasi. Also wir werden dann auch mal auf die Jagd gehen nach den Pegasi. Alles bald in diesem Let's Play. Mit einem anderen wäre auch scheiße, weil dann würde ich ja zwei machen. Wäre auch irgendwie anstrengend. So. Eigentlich ja so rum. So. Ja, bis auf hier. Hier sieht es scheiße aus. Eigentlich müsste das ja hier dann wieder... Ach nee, dann sieht es ja hier so kacke aus. Na, ja, muss ich mir noch was ausdenken. Vielleicht klatsche ich da einfach ein Bild drüber von drinnen und dann ist gut. Sieht es hier von oben aus? Ja, von oben stimmt das Muster. Fast. Naja, können wir dann immer noch mal schön machen. Unser Notbettchen. Ach, der Bär steht da immer noch rum. Hallo Bär. Das war die Schildkröte. Ach, der Bär frisst Schildkröten. Nein, das macht ja auch Sinn. So. Dann hätte man das ja alles soweit vorbereitet. Was war denn das schon wieder? Das vom Pferd. Das ist alles so spannend jetzt, ne? Mit den vielen Viechern. Ja. Da wird es. Da wird nicht lange lamentiert, da wird einfach rumgewirrt. Das habe ich auch verloren. Oh, ey, kann nicht drüber nachdenken. Dieser Rotzoger, ey. 2, 3, 4. So. So. 1, 2, 3, 4. War sehr sinnvoll, das Feuer aufzuteilen. Ist toll mit der Musik. Weiß man gar nicht, ob es ein Vieh ist oder ob es jetzt die Musik ist. Ist super. Zack. Ich glaube, das Map kommt aus dem Spiel. Oder? Ich bin mir unsicher. Ja. Passt fast, aber nicht ganz. So, das wollten wir mitnehmen. Genau, wir brauchen nämlich neue Schaufeln. Und die bauen wir uns auch gleich mal in zwei. 3 Schaufeln und eine Spitzhacke, eine Axt und
ein zweites Schwert. So sieht es nämlich mal aus. So, das heißt, wir haben so eigentlich wieder alle... Ach, meine Rüstung ist fast im Arsch. Deswegen. So. Man sieht mein Headset wieder. Naja, muss ich da mal gucken. So, eigentlich wollte ich ja hier oben noch was machen. Hier brauchen wir noch eine... Was ist das? Können wir auch gleich bauen. Blub. Und zwar wollen wir eine Eisentür für oben. Bisschen was Stabileres. Und dann brauchen wir den Fußtrittschalter. Der liegt hier oben in der Kiste. Oh, ich freue mich schon, wenn ich dann wieder anfangen darf zu suchen, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, wo was lag. Hm, brauchte man dafür? Dafür brauchte man zwei normale, ne? Zwei Clearstones. Machen einen Schalter. Ne, es ist eine Druckplatte. Da. Da ist der Knopf. Alles klar. Gut, dann können wir jetzt hier oben hingehen und einfach mal hier so, da, so. Nee, da so war scheiße. Eigentlich da so. Ah. So, alles voll Viehzeug haben. Tja. Eigentlich wäre da so toll, oder? Da so wäre auch super. Schalter hinmachen, jetzt da so auf, genau, und dann können wir hier noch den Druckschalter hinmachen, können wir jetzt so durchlaufen. So, so. Und dann können wir das hier erstmal so provisorisch wieder schließen, bis wir das richtige Material dabei haben. Das sieht scheiße aus. Das ist warm, aber wenn man jetzt hier hochkommt, na gut, macht man kurz die Tür auf. Aber besser als gar nicht. So, was ist denn das? Das hier die Rentiere? Ich glaube, es sind die Rentiere. Die so komisches Geräusch machen. Oh, da sind Pferde. Ach ja, ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf Pferdejagen. Pferdejagen wird toll. Ja gut, man kann jetzt ja hier raus. Das reicht ja eigentlich. Auf der Seite. Ist eigentlich auch schon okay. So, mehr wollte ich ja eigentlich gar nicht. Doch, ich wollte noch was zeigen. Oder? Wollte ich das zeigen? Das habe ich im letzten Play, glaube ich, schon gezeigt. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Deswegen zeige ich es einfach nochmal, weil es ist ja toll. Aber erstmal gehe ich petten. Was ist denn das schon wieder? Miau. Das kennen wir doch alle. Also es ist schön mit den neuen Geräuschen. Man weiß immer nicht, ist es die Musik oder ist es doch... Und das Spiel. Ja, das Ganze halt auch schon ein bisschen aufgepeppt hier mit einer Erweiterung fürs Texture Pack. Das hier muss ich auch noch umbauen, dass man da nicht mal so einen ewigen Weg laufen muss. Mal sehen, ob ich hier mir noch ein Bett hinstelle. Je nachdem, von welcher Seite man kommt. Dass ich da immer rüberlaufe, ist jetzt auch gerade nicht so zielführend. Gut, also man macht wirklich immer die Tür auf, wenn man hochkommt. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Wahrscheinlich baue ich das nochmal um. Mhm. Wirklich, das ist das Rentier. Ach, Rentier. Ja, Bären und so weiter. Das Tolle ist, auch wenn das Mod dann mal nicht mehr klappt, brauchen wir es eigentlich nicht wirklich. Also... Man braucht es schon, um die Tiere zu haben, aber die Items verschwinden einfach, die man von denen gesammelt hat und so. Also, ist nicht ganz so wild. Zwar auch nicht so toll, aber das könnte man dann halt im Nachhinein rekonstruieren und sich die entsprechenden Items einfach wiedergeben lassen. So. Aber erstmal heißt das hier jetzt tauchen. Und zwar geht es jetzt hierher zurück. Und zwar hierher. In die Höhle.
schöner machen. Weil auch unter der Erde soll es neue Viecher geben. Na, na, na. Bin ich ja mal gespannt. Also auch in der Hölle und so gibt es neue Viecher. Es gibt ganz absonderliches Viehzeug. Dank Mo Creatures. Also gönnen wir uns das volle Programm. Hier kommt das Wasser so schön runter. Hier kann man dann auch wieder hochschwimmen zu den Rochen und zu den anderen Tieren. Was aber viel wichtiger ist als zu den Wochen, zu den Wochenrochen und den Tagestieren zu kommen, ist hier diese Höhle weiter auszukundschaften. Wir suchen ja immer noch den Übergang. Wir suchen die Verbindung zwischen diesem Höhlensystem hier und dem anderen, in dem wir schon mal waren. Ui, ach, das ist mein Übergang. Ja. Na, ist jetzt nicht besonders schön hier, aber selten. Wegmachen und dafür hinmachen. So passt das da ganz gut. Jungle! Yo! Jungle! Bisschen Jungle Music. So, bisschen mehr Licht. Ja, es geht ja schon wieder hier. Ah, da ist der Booster. Letztes Mal dachte ich ja schon, ich finde hier nie wieder raus. Aber diesmal bin ich doch zuversichtlicher. Ah, ja, du. Genau du, mein Sohn Brutus. So. Das siehst du, was du davon hast. Bist du tot? Ha! Na, da geht's noch weiter. Schau mal ein bisschen Licht rein in die Ecke. So, und wir holen uns weiteres Eisen. Also, ja. Also, es war echt übel mit diesem Großoger. Ich muss mal gucken, wo ich die wieder anschalte oder ob man die nur für bestimmte Welten anschalten kann. Also, ich fände sie ja im Never recht putzig. Aber hier so waren die echt übel. Also, vor allem so vollkommen ungefragt spawnt er irgendwo und macht dann da mal richtig Terz und kaputt. Und da Zeug nur dort spawnt, wo man auch gerade ist, macht er immer das kaputt, wo man gerade gebaut hat. Das ist... Also, irgendwo eine Spur von Realismus, aber ich finde halt, ohne dass er... Ui! Was haben wir denn da gefunden? Ohne angegriffen worden zu sein, ist es doch ein bisschen scheiße. Ansatzweise. Und so. So. Hier noch ein Übergang. Naja, holen wir uns erstmal die Ressourcen hier raus aus der Ecke. Ein paar Minuten haben wir noch. Halbe Stunde wollte ich heute machen. Die erste Viertelstunde ist ja draufgegangen für... Ach, guck doch mal, wie toll das jetzt alles ist. Und die restliche Zeit wird draufgehen für... Ach, guck doch mal, wir nehmen doch wieder alle Ressourcen mit, an denen wir vorbeilaufen. Wobei, das haben wir beim letzten Mal auch nicht geschafft. War auch eher so bei einer Quote von... grob geschätzt 50% oder so. Ja, ich dann doch eher unterwegs war, um Zeug auszuleuchten. Aber ja, man gönnt ja sonst nichts. Und wir erwarten alle voller Spannung die nächste Minecraft-Version. Also ich habe ja schon gesehen, einige Texture Packs sind ja schon soweit. Und supporten schon die neue Minecraft-Version. Zum Beispiel. Also auf jeden Fall das von mir eingesetzte Texture Pack hat da schon vorgesorgt.
bietet bereits eine Minecraft 1.3 kompatible Version von sich selbst. Und jetzt hoffen wir mal, dass das alles gar nicht so schlimm wird, dass wir alle Modifikationen sehr schnell wieder kriegen, auch für die neue Version. Wovon ja erstmal nicht auszugehen ist, wenn sie wirklich das umgesetzt haben, was sie umsetzen wollten. Ob sie es wirklich getan haben jetzt oder nicht, habe ich ehrlich gesagt nicht verfolgt. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Das übliche Geplänkel. Korrekturen sind erwünscht, werde ich dann auch im nächsten, übernächsten, überübernächsten Let's Play mit aufnehmen. Dass ich mir so unsicher bin, wann ich das tue, liegt mehr daran, dass ich nicht weiß, wann ihr das tut. Ne? Das ist halt. So ist es halt. So. Zack. Ja. Gut, das machen wir hier wieder ein bisschen. Das ist mir doch zu nervig. Hoch und runter und runter und hoch. Das muss das sein. So. Ach ja, dann essen wir mal ein Brot. Und trinken einen Schluck. So. Schauen wir mal. Nichts mal. Ach, hier ging es ja auch noch weiter. Ach, nur in einer Sackgasse. Na gut, schön ausgeleuchtet ist sie nun. Hier gab es noch irgendwo noch so einen Abstecher nach oben, den wir noch erforschen wollten. Wo ist denn der hin? Das ist nicht. Hier. Auf jeden Fall ist hier noch Kohle. Vollkommen orientierungslos. Bin ich da wieder unterwegs. Orientierungsbefreit. Geradezu. So. Ja. Fäckelchen rein, damit es da auch nicht spawnt. Damit da auch nicht spawnen. Ich glaube, wir laufen jetzt schon wieder zurück. Vorne ist da. Ja, Matmos haben wir auch noch drauf. Ich habe mir überlegt, ob ich meinen Matmos noch selber ein bisschen tweake. Ach, hier ist es. Hier ist es. Hier ist der Durchgang. Licht. Oh, naja, gut. Das ist nicht so weitläufig gewesen, wie ich dachte. Naja, das Höhlensystem hier gefällt mir auch richtig gut. Viele Ebenen, schön unübersichtlich. Und dass ich jetzt hier mitten im Ozean rausgekommen bin, also mitten in dem Tümpel vor unserem Tümpel. Damit hätte man auch jetzt von vornherein nicht so wirklich gerechnet, aber naja, passiert es trotzdem. Hallo? Was ist denn jetzt? Ein bisschen Cobblestone wieder übrig lassen. Zeichnen, dass wir hier waren. Da sind wir fertig. Ja, hier war das. Hier. Ja. Yeah.
Also Zwirbel. Kurzer Ausflug nur in die Höhlen. Diese wunderschöne Musik, die wir garantiert nochmal hören werden. Ich glaube nicht gleich im nächsten Let's Play, aber im übernächsten oder so. Ich bin doch sehr zufrieden damit. Klingt richtig gut. So. Einmal runter. So. Komplette Kohlequelle ausgehoben. So. Ach, das noch, ja. Der wippt der Kopf fast schon automatisch mit, ne? So, auch geklärt. Da ging es ja auch noch weiter. Hab ich schon gar nicht geguckt. Es klang nach einem neuen Vieh. Okay. Jetzt die Musik schon vorbei. Wenn die Musik vorbei ist, heißt das, es ist eigentlich aus und vorbei. Aber gut, Matmos tut so seinen Teil dafür und auch die neuen Dinge, die wir hier so haben mit dem wunderschönen, einzigartigen Mo Creatures Mod. Dass man sich auch jetzt schon wieder eigentlich, also besonders wohl nicht ist hier unten nicht mehr. Was wir eben gerade gehört haben, war, glaube ich, ein Werwolf. Die Viecher sind echt übel. Es gibt aber kein Silber. Also es gibt zwar Eisen, aber Eisen macht denen jetzt nicht so viel. Habe ich schon festgestellt. Also man kann sie nur am Tag töten. In der Nacht kann man sie nicht töten. Wahrscheinlich musste sie mit Gold hauen oder so. Das ist dann das Minecraft-Silber-Äquivalent. Habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, wie das genau ist. Auf jeden Fall sind die Viecher echt übel und stark. Für diejenigen von euch, die vielleicht doch schon auf dem Dreckbuddler-Server unterwegs sind, ich werde mal gucken, dass ich Mo Creatures Support auch da anbieten kann. Das als kleines Sneak Preview, whatever, für euch. Als kleine Vorab-Information. Ich hätte es halt gerne, weil es die Welt durchaus bereichert. Gibt es auch Wege für, aber wahrscheinlich dann erst ab Version 1.3, weil da ja die Grenzen zwischen Single und Multiplayer doch mehr verschwimmen. Und man dann vielleicht das relativ einfach bewerkstelligen kann, das anzubieten. Ja, da ist er. Super. Jetzt heißt es rennen. Fersengeld. Tschüss. Ist er noch hinter mir? Nee. Puh. Na, zum Glück bin ich auch an einer Sackgasse gerannt. Scheiße.
muss ich denn jetzt hin? Da ist das. Ah, ich lass mal die Musik aus, bis wir hier herausgefunden haben. War das? Verdammt. Verdammt. Verdammte Axt. Wo habe ich das Wasser gehört? Ja. Runterkommen, wenn es anschlägt. So. So. Leuchten wir es hier auch mal ein bisschen aus. So, dann sind wir auch schon gleich draußen. Gucken, wo wir jetzt hier angekommen sind. An der anderen Ecke. Mitten im Meer. Mitten im Meer. Mitten im Meer. Teichrose. Gefährlich. Ah. So ein Scheiß. So, noch schnell nach Hause und dann war es das auch für diese Aufnahme. Ja, die Frage, was wir mit dieser Insel hier machen, steht immer noch aus. Also ich würde sie ja gerne weghaben. Die Art und Weise zu bestimmen, obliegt immer noch euch. Immer noch sage ich aus einem ganz bestimmten Grund, weil es hat sich noch gar keine... Ach nee, da ist auch so viel Zeug. Ich gehe mal hier lang. Ich will nicht dem Werwolf begegnen. So, weil es hat leider noch keiner geschafft, einen Kommentar zu schreiben. Wäre schön, wenn das irgendwann mal passiert. Ansonsten freuen wir uns darüber. Schau, da, da steht. So, und jetzt ist so ein Typ da. Siehst du? So ein Geronimo-Typ. Ja. Creeper sei Dank, haben wir jetzt auch noch ein Loch hier. Ich wollte doch aufhören. Dammit. Damn you! Fuck, fuck, Creeper! Warum stirbst du nicht bei einem Schwertschlag? Na, weil es dann so langweilig wäre. Wahrscheinlich deswegen. Aber hin und wieder wäre Langeweile auch etwas Tolles. Wenn ich mal gleich in Panik hier verfallen müsste. Wäre so super. Da fällt mir auf, gab es sogar eine Schaufel bei. Mann. Man könnte jetzt hier einfach so das abschaufeln. Was ist das denn? Echt krass. Einfach. So. Passiert's wieder. Das hier nochmal wieder gerade machen. So. Ja, ja. Das sind die Rentiere. Die Rentiere. So, dann habe ich euch lange genug aufgehalten ohne Musik. Ich hätte ihr wahrscheinlich doch eine Dreiviertelstunde gönnen sollen. Auf ins kühle Nass. Wir waren ja in der Unterwelt. So, frisch gesäubert. Bye, bye. Bis dann.